Namen Allahs des Allerbarmes des Barmherzigen. Aller Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und der Frieden und Segen sein auf den Propheten Muhammad. Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einer neuen Folge mit dem Thema die Verbundenheit mit Allah. Meine lieben Zuschauer, alle Menschen, wenn es ihnen schlecht geht, jeder Mensch, wenn es ihm schlecht geht, jeder Mensch, wenn er Probleme hat, wirklich Probleme hat, wenn er nicht mehr weiter weiß, so wendet er sich zu wem? Er wendet sich zu Gott, zu Allah. Warum ist es also so, dass wir uns nicht immer oder öfters zu Allah widmen? Warum nur dann, wenn es uns schlecht geht, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Und das Problem ist auch, wie wir letztens auch erwähnt haben, dass die Menschen auch Allah vergessen. Dass sie ganz schnell Allah vergessen. Ja, und seien wir doch mal ehrlich, wie oft war es so, dass uns Allah etwas gegeben hat, dass wir Gott, Allah, um etwas gefragt haben und dann hat er uns das gegeben. Wie oft war es so, dass wir Allah darum gebeten haben, dass er von uns ein Übel wegnimmt und er hat es von uns weggenommen. So sagt er das auch im Koran. Ja, er sagt dort auch im Koran, wer nimmt denn das Übel von euch? Wer gibt euch Gutes und wer nimmt das Übel von euch? Wir lesen zum Beispiel in der Sure 112, eine gewaltige Sure. Der Prophet Muhammad sagt, dass diese Sure im Koran, die Sure 112, Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, diese Sure, sagt er, ist im Wert ja, ein Drittel des Koran. Ja, sie ist im Wert ein Drittel des Koran. Das heißt, eine große, gewaltige Sure. Dort sagt Allah, sag, er ist Allah, einer. Qul hu Allahu ahad. Sag, es ist Allah, ein Einziger. Er hat keinen Partner, er hat keinen Sohn, keine Tochter, keine Mutter. Weil es gibt ja Leute, die sagen, Gott hat einen Sohn. Okay, warum hat er keine Tochter? Und sein Sohn, hat er eine Mutter? Also totaler Schwachsinn. Ja, sag, er ist Allah, einer, einzig und allein. Er ist der Einzige, den wir anbeten. Er ist der Einzige, den wir bitten, wenn es uns schlecht geht. Er ist der Einzige, den wir bitten, wenn wir etwas Gutes haben wollen. Ja, und dann sagt Allah weiter, Allah, der Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Jeder, wenn er Probleme hat, kehrt er zu Allah. Jeder, wenn er was braucht, kehrt er zu Allah. Jeder, jedes Geschöpf. Der Mensch auch. Ja, der Mensch, auch wenn er Gott leugnet, wenn er Gott, an Gott nicht glaubt, wenn es ihm schlecht geht, wenn er nicht mehr weiter weiß, dann kehrt er zu Allah zurück. So haben wir zum Beispiel auch das Beispiel von Cat Stevens, ja, Yusuf Islam. Dieser Mann ist ein Nicht-Muslim gewesen, ein großer Musiker, sehr bekannt. Ja, seine Geschichte auch, es wird erzählt, dass er gesagt hat, er hat erzählt, wie er zum Islam gekommen ist. Er sagte, es war so, dass er im Urlaub gewesen ist und er war halt im Meer und war kurz davor zu sterben, kurz davor zu ertrinken. Und er sagte, oh Gott, wenn du mir hilfst, dann höre ich mit allem auf und dann wende ich mich dir zu. Und dann hat er danach dann den Islam auch angenommen. Ja. Hier sehen wir Cat Stevens, ein Mann, der nicht viel mit Islam zu tun hatte, mit Gott weniger. Ja, war ein Musiker, jemand, der getrunken hat, geraucht hat, also der sozusagen sein Leben als Musiker gelebt hat. Aber was ist passiert? Er kam zu einem Punkt, wo er keinen Ausweg mehr gesehen hat. Und er hatte zu Gott gerufen und Gott hat sein Bittgebet erhört. Weil er hat ihn gerettet und er hat ihm die Zufriedenheit gegeben, den Islam gegeben, die Gottergebenheit gegeben. Er hat ihn geleitet, recht geleitet zum geraden Weg. Deswegen sagt Allah, Allah ist der Unabhängige, von dem alles abhängig ist. As-Samad auf Arabisch. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Er hat keinen Sohn, keine Tochter, keine Enkelkinder. Er hat keinen Bruder, keinen Vater, keine Mutter. Er ist kein Mensch. Wenn wir sagen, Gott hat einen Sohn gehabt, dann vergleichen wir ihn mit dem Menschen, weil der Mensch hat Söhne, Töchter, der Mensch hat Kinder. Gott nicht, Gott ist kein Mensch. Allah, Gott, ist der Herr der Welten. Er ist die Perfektion. Er ist der Anfang ohne Anfang. Und das Ende ohne Ende. Weder hat er gezeugt, noch wurde er gezeugt. Er hat keine Eltern. Er hat keine Großmutter, keinen Großvater, wie der Mensch.
sondern ist der Anfang ohne Anfang und das Ende ohne Ende. Und dann sagt Allah weiter, und nichts ist ihm gleich, er ist einzigartig. Ja, er ist einzigartig. Das ist Allah, mit dem wir uns verbinden. Ja, das ist Allah, zu dem wir unsere Nähe suchen. Das ist Allah, Gott, den wir brauchen. Deswegen das Bittgebet ist auch ein Hilferuf. Ein Hilferuf des Menschen. Ja, der Mensch ruft Allah zum Hilfe. Er ruft Allah zur Hilfe. Er ruft Allah zum Beisein. Er ruft Allah zur Hilfe. Er bittet Allah darum, dass er ihm hilft, dass er ihm beisteht, dass er ihm gibt, dass er von ihm ein Übel nimmt. Deswegen ist auch das Bittgebet, wie ich gesagt habe, ein Hilferuf. Und es zeigt ganz klar, dass der Mensch schwach ist. Weil ganz ehrlich, der Mensch ist schwach. Ja, der Mensch, Kopfschmerzen, Hunger, da, hier, wenn er nicht schläft, er muss schlafen, er muss hier, er muss das. So schwach der Mensch. Ein schwaches Wesen. Er braucht Allah. Der Mensch braucht Allah. Er braucht seinen Gott, er braucht seinen Schöpfer. Ja? Genauso wie das Kind. Das Kind ist schwach. Das Säugling, ja? Der Säugling, das Kind, das kleine Kind, es braucht den Vater, es braucht die Mutter. Ohne Vater, ohne Mutter stirbt das Kind. Ja? Wenn wir jetzt vom Säugling reden zum Beispiel, der Säugling, er braucht seine Mutter, er braucht seinen Vater. Er kann sich ja nicht selber zu essen geben, zu trinken geben. Er braucht sie. Genauso der Mensch. Der Mensch braucht Allah, weil Allah ihn erschaffen hat. Allah steht über ihm. Und so ist auch das Bittgebet ein Recht von Allah. Es darf nur an ihn gewidmet werden. Man darf das Bittgebet nur an Allah widmen. Man darf es keinen anderen widmen, ja? Man darf nur Allah anbeten. Nicht, dass jemand jetzt Jesus bittet, ja, oder jemand anderen. Denn der Prophet sagte, das Bittgebet ist die Anbetung an sich. Das Bittgebet ist eine Anbetung. Wir wissen ja, die Anbetungen dürfen nur Allah gewidmet werden, Gott. Und das Bittgebet, die Verbundenheit mit Gott, ist auch, wie ich schon gesagt habe, das Geheimnis zwischen dem Menschen und Gott. Ja, wie schön ist es, dass man mit Gott sprechen kann. Wie schön. Ja, man spricht mit ihm. Wenn man hat ja, der eine oder andere hat ja immer jemanden, mit dem er sprechen kann, wo er sich sozusagen ausheulen kann. Aber wie ist es dann bei Allah? Allah, der Gott der Menschen. Allah kannst du alles erzählen. Deine ganzen Probleme, deine Sorgen, erzähl sie ihm. Sag ihm, oh Allah, ich habe dies und jenes, ich habe dies und jenes, ich habe dieses Problem und jenes Problem, ich brauche dies, ich brauche jenes. Und du wirst sehen, Allah wird dir helfen, denn Allah ist der Gott der Menschen. Allah ist derjenige, der helfen kann. Allah ist zu allem imstande. Deswegen sagt Allah im Koran auch oft, wahrlich, Allah ist zu allem imstande. Viele denken, ja, weißt du, ich bin jetzt an einem Punkt gekommen, keiner kann mir noch helfen. Doch, Allah kann dir helfen. Allah ist zu allem imstande. Allah kann deine Lage ändern. Dir geht's schlecht. Du hast Probleme. Allah kann dir helfen. Allah ist der Einzige, der dir helfen kann. Die Menschen, wie der Prophet Muhammad in einem authentischen Hadith gesagt hat, in einer authentischen Überlieferung, er sagte, wenn sich die ganze Menschheit versammeln würde, um dir eine Sache zu nützen, so werden sie dir niemals nützen, außer Allah hat diese Sache für dich geschrieben. Sie können dir niemals nützen, außer Allah hat diese Sache für dich geschrieben. Außer Allah hat diese Sache für dich bestimmt. Ansonsten können sie dir nicht helfen. Wie oft war das so, dass du Leute um Hilfe gebeten hast und keiner hat dir geholfen? Oder du hast Leute dazu gerufen und sie waren da, aber sie konnten dir nicht helfen. Ja? Wie oft war das so? Vor allen Dingen bei den Krankheiten der Psyche. Bei diesen Krankheiten ist es sehr schwer, dass dir ein Mensch noch helfen kann. Das ist eine Sache, die hier drin ist. Ja? Und wie gesagt, möge Allah uns helfen. Gleich machen wir weiter nach einer kleinen Pause. Deswegen bleibt bei uns. Und bis gleich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Im
Namen Allahs des Allerbarmes des Barmherzigen. Herzlich willkommen zurück zu unserer Folge, die Verbundenheit mit Allah, die Verbundenheit mit Gott. Und wenn wir sagen Allah, das ist der Name, der arabische Name für Gott. Ja? Dieser Name bedeutet eigentlich der Gott, der alleine angebetet wird. Es ist der beste Name von Gott. Und auch die arabischen Christen und die arabischen Juden sagen auch Allah. Ja, die arabischen Juden und die arabischen Christen sagen auch Allah. Wir haben in der letzten Folge bzw. vor der Pause gesagt, dass der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, in einem authentischen Bericht gesagt hat, wenn sich die ganze Menschheit versammeln würde, um dir in einer Sache zu helfen, können sie dir nicht helfen, außer Gott hat es für dich bestimmt. Deswegen müssen wir auch die Verbundenheit zu Allah, das Bittgebet zu Allah machen, damit er uns hilft. Weil, wie der Prophet sagt, wenn alle Menschen sich versammeln können, sich versammeln würden, um uns in einer Sache zu helfen, sie können uns niemals helfen, außer Gott hat es bestimmt. Außer wir haben Gott darum gebeten, dass sie uns helfen. Und dann sagt der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, weiter. Und wenn die Menschen sich allesamt versammeln, die ganzen Völker mit all ihrer Kraft, Länder, Armeen, ganze Menschen sich versammeln, um dir in einer Sache zu schaden, in einer Sache nur in einer Sache, so könnten sie dir niemals schaden, außer Allah hat es für dich geschrieben. Außer du hast dich mit Allah verbunden und hast ihm gesagt, oh Allah, beschütze mich. Wenn du dies getan hast, sie werden dir niemals Schaden zufügen. Deswegen brauchen wir Allah. Deswegen brauchen wir das Bittgebet zu Allah. Wenn ich jemand frage, warum das Bittgebet, dann sag ihm, weil es die Verbindung mit meinem Herrn ist. Es ist die Verbindung mit meinem Schöpfer, derjenige, der mich erschaffen hat. Ja, und wir brauchen die Verbindung zu ihm, damit er uns hilft. Weil wer Hilfe will von Allah, der muss sich mit ihm verbinden. Genauso wie wir das auch schon erwähnt haben, bei der Polizei zum Beispiel, wenn du dich mit der Polizei in Verbindung setzen willst oder mit der 112, ja, mit dem Rettungsdienst, dann musst du dich mit ihnen verbinden. Wenn du von ihnen Hilfe brauchst, dann musst du dich mit ihnen verbinden. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du dich nicht mit ihnen verbindest und dann trotzdem Hilfe bekommst. Das geht ja nicht. Das ist ja gegen die Logik. Verbinde dich mit Allah und Allah wird dir helfen. Verbinde dich mit Allah und Allah wird das Übel von dir wegnehmen. Deswegen ist die Verbundenheit mit Allah eine große Sache, eine große Angelegenheit. So sehen wir auch zum Beispiel Moses. Moses konnte durch die Verbindung zu Allah das Meer teilen. Warum konnte er das Meer teilen? Weil er sich mit Gott verbunden hat. Jesus konnte die Menschen heilen mit der Erlaubnis von Gott. Er konnte Menschen, die gestorben sind, wieder zum Leben erwecken mit der Erlaubnis von Gott. Genauso wie Moses das Meer teilen konnte, konnte Jesus durch die Erlaubnis von Gott Menschen heilen und Tote wieder zum Leben erwecken. Warum? Weil sie verbunden waren mit Gott. Genauso beim Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Sie wollten ihn töten, sie haben sich versammelt, um ihn zu töten in Mekka. Was ist passiert? Er konnte flüchten. Er konnte die Auswanderung tätigen nach Medina. Er ist von Mekka nach Medina geflüchtet. Warum konnte er dies machen? Weil ihn Gott geschützt hat. Und warum hat ihn Gott geschützt? Weil er verbunden war mit Gott. Er hat sich verbunden mit Gott. Deswegen, wir sollten uns mit ihm verbinden, meine lieben Zuschauer. Die Verbindung mit Allah ist eine Sache, die wir brauchen, die wir ersuchen müssen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wie oft war es so, dass wir um eine Sache gebeten haben und Allah hat sie uns gegeben. Wie oft war es so, dass wir Allah darum gebeten haben, eine Sache von uns wegzunehmen und dann hat er die Sache von uns weggenommen. Und Gott oder Allah, auf jeden Fall, man weiß, was hier gemeint ist, weil der ein oder andere kann sagen, ja, aber ich bete zu Gott, aber ich sage nicht Allah. Ich habe Gott gesagt. Ja, das ist das Gleiche. Der Name ist anders, aber Gott ist der Gleiche. Ja, Gott ist der Gleiche. Und der Islam
meine lieben Zuschauer, ist die einzige Religion, die uns zeigt, wie wir uns mit Allah in Verbindung setzen. Wenn wir im Christentum zum Beispiel schauen, dort wird gesagt, dass wir Jesus als Vermittler nehmen sollen. Dort wird gesagt, dass wir sogar Jesus bitten sollen. Und das ist Götzendienst. Das ist Beigesellung. Wie kann ich Jesus um etwas bitten? Was kann mir Jesus tun? Jesus ist nicht hier. Jesus war selber ein Mensch. Maria, manche beten zu Maria. Maria war selber ein Mensch, sie ist tot. Manche beten sogar zu Mohammed, zu dem Gesandten Mohammed. Mohammed kann dir nichts tun, sondern der Einzige, der dir was tun kann, ist Allah. Ist Gott. Der Einzige, der dir geben kann, ist Gott. Und was wir auch nochmal erwähnen müssen, ist, derjenige, der das Mitgebet nicht tätigt, hat sehr, sehr viel verpasst. Ja, der hat sehr, sehr viel verpasst, weil das Mitgebet ist auch ein Geschmack, den man schmeckt. Es ist eine schöne Sache, wenn du auf einmal merkst, tief im Inneren diesen Glauben spürst, ja, zu Gott. Es ist eine schöne Sache. Es ist ein Geschmack, den du spürst. Und das können, wie gesagt, nur die spüren, die sich auch mit Gott in Verbindung setzen. Ja? Die sich auch mit Gott, Allah, in Verbindung setzen. Die sich, die ihn ansprechen. Die sagen, oh Gott, oh Allah, ja? Oh Allah, gib uns, erhöre uns, ja, leite uns in den geraden Weg. Wo ist das Problem, dass wir mit Gott sprechen? Wir reden doch mit jedem. Wir reden mit den Menschen, wir reden mit ihm und mit ihr und mit Menschen, mit auf allen Sprachen. Warum können wir nicht mit Allah reden? Warum können wir nicht mit Allah sprechen? Und du, mein lieber Zuschauer, heute, nimm es dir vor, dass du, bevor du schlafen gehst, dass du mit Gott sprichst. Sag, oh Allah, leite mich den geraden Weg. Oder oh Gott, sag, oh Gott, kein Problem. Oh Gott, leite mich den geraden Weg. Zeige mir den geraden Weg, zeige mir die Wahrheit. Gott, gib mir die Zufriedenheit in meinem Herzen. Oh Gott, hilf mir. Und dann wirst du sehen, du wirst es niemals bereuen, glaub es mir. Du wirst sehen, wie Allah dich zum geraden Weg leitet. Du wirst sehen, wie Allah dir Zeichen gibt. Weil es ist auch so, dass Gott uns auch Zeichen gibt. Das Leben, meine lieben Zuschauer, ist wie auf der Autobahn. Man fährt, man hat Stoppschilder, man hat Schilder, die zeigen, wo wir hinfahren müssen, Schilder, die zeigen, wo die Städte liegen, wie weit es zur nächsten Stadt ist, die Ausfahrt, ja, die Raststätte. Genauso ist das Leben. Man fährt, wie, als ob man im Auto auf der Autobahn fährt. Man fährt sozusagen, man lebt dieses Leben, man bekommt Zeichen von Gott. Da kommt einer und gibt einem den Koran. Da kommt einer und spricht mit einem über Gott. Auf einmal passiert etwas im Leben. Auf einmal muss man umziehen. Auf einmal stirbt das Kind. Auf einmal, das sind alles Zeichen von Gott, von Allah. Er gibt uns Zeichen. Er gibt uns Zeichen, damit wir zurückkehren zu ihm, damit wir überlegen, damit wir nachdenken, damit wir ihn anbeten. Weil der Sinn des Lebens, wie wir schon oft gesagt haben, ist die Anbetung zu Allah. Essen und trinken und sich fortpflanzen und ist alles gut und schön. Aber es ist nicht der Sinn des Lebens. Wenn das der Sinn wäre, meine lieben Zuschauer, dann wo ist der Unterschied zwischen uns und den Tieren? Wie ich schon gesagt habe, ein Tier isst und trinkt und schläft und pflanzt sich fort, aber der Mensch und übrigens die Tiere, das sehen wir nicht, das wissen wir nicht genau, aber die Tiere setzen sich auch mit Gott in Verbindung. Deswegen sagte der Prophet, und damit schließe ich ab, er sagte in einer authentischen Überlieferung, er sagte, wenn ihr auf Allah vertrauen würdet, wirklich mit richtigem Vertrauen, so würde er euch Essen geben, euch versorgen, wie er den Vogel versorgt. Der Vogel geht mit leerem Bauch aus dem Haus, aus dem Nest, kommt wieder zurück, wie der Prophet sagt, mit vollem Bauch. Warum? Weil die Vögel verbinden sich mit Allah. Sie bitten Allah, sie leben mit Allah. Deswegen, meine lieben Geschwister, lasst uns zu Allah zurückkehren. Und liebe Zuschauer, lasst uns zu Allah zurückkehren, ihn bitten,
ihn, zu ihm beten, ihn anrufen. Und dies sind meine Worte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.